willkommen zu einem Part von Techland. Ich bin jetzt alleine, weil ich den genau heute aufnehme, wenn der Part eigentlich rauskommen sollte. Es ist gerade 12 und ich bin ein bisschen spät aufgestanden, deswegen muss ich den Part jetzt hier auf die Schnelle aufnehmen. Ich weiß, ich habe ein Trolley Seat Mini Jimmy. Wie immer. Und es regnet einfach in dieser fucking Welt. Immer. Sind wir in England oder was? Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier für eines? Oh, cute. Oh, ich habe ein Tier. Ich weiß nicht, ob ich den einfach nehmen soll, oder? Oder das... Ich weiß es doch nicht. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, als diese Redstone-Shit hier vorlag, wo ich gesagt habe, boah, so hässlich, ekelig, oh, wird mir so scheiße und so. Da hat mir Sanja dann in die Kommentare geschrieben, aber es war doch ein Herz. Und deswegen hat er jetzt ein Herzchen gemacht. Ist das echt cute? Ich weiß aber nicht, ob ich den Diamant einfach nehmen darf oder ob das gemein ist. Nee, ich nehme ihn nicht. Nachher heißt es so, boah, Lisa, du hast mit den Diamanten geklaut. Ich hatte wie immer mal nichts vor in meiner Folge. Also ich habe mir bisher nichts vorgenommen. Deswegen habe ich jetzt gerade eine Idee gekriegt. Wir könnten ja einfach mal bei den anderen rumlaufen. Uns angucken, was sie so in der Zeit gemacht haben und denen vielleicht nette Kleinigkeiten da lassen. Weil dann gucke ich so, was diese brauchen und dann bin ich heute nett und spiele den Weihnachtsmann bzw. Osterhasen, da wir ja bald Ostern haben. Und so kann man ja mal machen. Ich gucke als erstes mal bei Jonas, weil der ja direkt hier bei mir ist. Ich schaue erstmal, was er so gemacht hat, aber der hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit nicht so viel getan. Guck mal, das fehlt ihm noch. Das kann ich doch reparieren. Dann spiele ich das nette Mainzelmännchen oder so. Ja, komm, ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Ich gucke mal, ob ich das Holz habe. Und dann baue ich das einfach wieder auf. Bin ich nicht nett? Ich bin so eine wohltätige Lissy. Ha! Ist man ja irgendwie gar nicht von mir gewohnt. Ey, wieso spawnt da ein fucking Zombie direkt vor meiner Tür? Ich verstehe das nicht, dass sie alle vor meiner Tür spawnen. Das ist richtig ekelig. Wie soll denn das? Sind hier immer noch nicht genug Fackeln? Ach, Bitch, ey. Die sterben. Das braucht kein Mensch in the world. Ich müsste eigentlich mal wieder einen PvP-Kampf machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich fand das ja eigentlich recht cool mit Pixelkuchen. Ich finde, wir sollten das auch noch gegen die anderen Leute machen. Wer das kennt, wie ich spieß mir reden. Was will ich jetzt eigentlich machen? Genau, Holz. Das ist jetzt blöd, dass Jonas das so umsortiert hat. Also, es ist schön, wie er es gemacht hat, aber ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Habe ich überhaupt noch Holz? Yes, guck mal, yeah. Da können wir ihnen doch auch jetzt was Gutes tun. Was sind wir nicht für eine schöne Familie? Und das ist jetzt übrigens aus Zanians Dreckklumpen geworden. Finde ich gar nicht mehr so scheiße. Also ist auf jeden Fall schicker als der Dreckklumpen. Das muss man ja zugeben. Okay, so. Dann mache ich mich nämlich hier jetzt an den Hausaufbau. Spannende Supportos. Es sei denn, das war natürlich absichtlich, dass da wirklich dieses Scheißholz hin sollte. So like, oh, das sollte aber wirklich scheiße aussehen. Mann, Lisa, du hast alles kaputt gemacht. Man weiß es nicht. Ich meine, bei mir könnte man dasselbe ja auch denken mit meinem wunderhübschen Haus, dass es in Wirklichkeit auch scheiße aussehen sollte. Warte, war das hier? Egal, ist jetzt auf jeden Fall hier. Oder? Ich weiß nicht mehr. Doch, aber sonst kommt die Erde hier durch, ne? Da drüber ist noch das andere Holz. Aber das habe ich nicht dabei. Shitty Kakafuzzi. Aber das ist ja eigentlich egal, wenn da was vor ist. Den sieht man das hier sowieso nicht. Also pratsche ich das jetzt einfach hier hin, auch wenn es vielleicht gar nicht da war. Tja, man kann halt eben nicht alles erwarten, wenn steht die Häuser auf besser, okay? Freut euch gefälligst, dass ich das überhaupt mache. Ich komme mir so Mutter Teresa-mäßig vor irgendwie. So, aber ich bin doch nicht wohltätig genug, um nicht zu sagen, was ich gemacht habe. Es gibt ja so Leute, die machen so voll tolle Sachen und dann erzählen die niemandem von so, dann habe ich das R im Gedächtnis oder so eine Scheiße. Hey, Junis, ich habe den. Nein, stopp, stopp, da war ein Leerzeichen zu viel. Ich habe den Grizzly aufgebessert. Jetzt. Oh. Hübsch, voilà. Plan, sure, Zweck. Ich weiß, das hätte ich mir irgendwie sparen können. Da hätte ich mir das wertvolle Holz noch sparen können. Aber Julü, ab geht's zum nächsten. Yay, ich bin... oh Gott, ich gehe lieber weg, weil sonst zerstöre ich wahrscheinlich mehr, als ich irgendwie repariere. Oh Gott, ich hasse Creeper. Die sind so hässlich und fett. Übrigens bin ich heute ungeschminkt. Oh mein Gott.
grauenvoll. Und ich war gestern beim Fehlmann, da habe ich meine neue Brille abgeholt, aber mittlerweile gefällt mir die Brille eigentlich voll viel lieber als die, die ich sonst an hatte. Ich weiß nicht wieso, aber mir fällt es voll auf, wenn ich Thumbnails mache. Dann vergleiche ich die alten Thumbnails mit den neuen Thumbnails und dann denke ich mir so, die Brille sieht ja irgendwie schon geil aus, weil das sieht so markanter aus. Das fällt so in meinem Gesicht eher auf und bei der anderen Brille denkt man nämlich so, die ist gar nicht da, bei mir stehen Brillen und da muss ich das ja auch zeigen. Oder so ähnlich. Was mache ich eigentlich? Wieso gucke ich hier die ganze Zeit rein? Ist ja voll unnötig. Soll ich mal versuchen, ein Herzpixelart aus Scheiße zu machen? Ich glaube, ich mache das dann aus Dreck. Damit man es schnell abbauen kann, wenn es super scheiße aussieht. Soll ich das mal probieren? Hier so Dreck, wenn du aus dem Haus kommst, so. Hä? Ich probiere das jetzt. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht hinkriegen, weil ich noch nie ein Pixelart gemacht habe und dafür einfach nicht zu gut gehen. Aber ich schau mal. Vielleicht kriege ich das hier sogar irgendwie hin. Schaut mal langsam, nimmt das irgendwie Gestalt an. So irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie ich diesen komischen Kringel da unten im Herz hinkriegen soll. Es geht ja so hoch und dann kommt das Bing. So in die Mitte, wo das geht. Aber oh Gott, scheiße, wie mache ich das denn? Klatsche voll auf, ich bin gleich tot. YOLO. Vielleicht so. Ja, das sieht wahrscheinlich sehr hässlich aus. Ich guck's mal an. Eww, was ist das für ein Monstrum? Okay, das da oben muss weg, aber ansonsten geht's vielleicht gerade so. Das sieht voll so nach einem Badass-Herz aus mit so einem Helm. Oh mein Gott, das ist so grauenvoll. Nein, jetzt ist sogar meine Schaufel kaputt gegangen. Bei diesem Akt. Oh Mann, das ist so grauenvoll. Warum kenne ich das denn nicht? So, aber wenn ich das vielleicht noch auf der anderen Seite mache, dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz beschissen aus. Vielleicht kriege ich ja irgendwas hin, wie es nicht so ganz kacke aussieht. Hä? Warte, ist das überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten lasse ich es einfach so. Weil ich sitze jetzt irgendwie schon 10 Minuten hier drin und es sieht einfach immer noch scheiße aus. Das ist unglaublich. Aber das Einzige, was zählt, ist der Versuch. Ach, guck mal, das ist doch annehmbar. Also es sieht zumindest nicht ganz scheiße aus. Also es kommt schon an das wunderschöne Redstone-Herz ran. So, ich schreibe mal was schön hin. Ein Herzchen für das Herzchen. Aber das wird eigentlich so Sinn ergeben. So, Herz gegen Herz. Mhm. Vor allem so voll das Gammelherz. Ich krieg eins mit einem Diamanten drin und dann hier so eine Shit hingeklatscht. Ich zitiere jetzt einfach ein Lied. Ich glaube, das kapiert niemand. Aber egal. Oh mein Gott. Ich glaube, das versteht niemand, weil es einfach eine Anspielung auf Elastic Heart ist. Oh Gott. Das sieht so wunderschön aus. Naja, aber ich hab's versucht, ne? Ich meine, das ist das Einzige, was zählt. Und guck mal, jetzt steht das hier so wunderschön im Sonnenuntergang, so. Ah. Genießt ihr die Atmosphäre nicht auch? Das ist also Linus-Haus? Oder das Hafengebäude, was Linus gebaut hat? Ich glaube, das ist ein Linus-Gebäude. Sieht auf jeden Fall schon mal schick aus, muss man sagen. Aber wenn hier so einfach gar nichts drin ist, aber es ist schon zwecky. Zwecky, muss ich sagen. Warte, ich kann wieder, ich bin der König der Welt spielen. Oder auch nicht, wenn ich scheiße bin. Ja, yeah, ich bin die König der Welt. La, da, da. Oh Gott, das werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen öfter hören. Aber es sieht voll stylisch aus, auch hier mit dieser Promenade. Aber ich sehe jetzt nicht wirklich hier was ich ihm dahin pratschen kann. Soll ich noch mein Herz da bauen, was aber wieder 3 Jahre dauert? Oh nein. Aber mir fällt nichts ein. Wie kann ich ihm denn etwas Gutes tun? Wer ist... Oh mein Gott! Oh, scheiße! Ich kann so, wer ist die? Dann kommt die Spinne mir in den Rücken gesprungen. Wer ist denn Luca? Wer bist du? Wer ist Luca? Warum ist der Sand? Viele Fragen über Fragen und der Wind immer noch im Hintergrund so... Gar nicht übertrieben. Okay, warte, hier ist irgendwas. Vielleicht kann ich hier was machen. Wer ist das denn? Hab ich ja noch nie gesehen. Okay, interessant. Interessant. Wer ist auch immer das hier ist. Ich kann ja mal so ein bisschen Zeug abbauen. Ja, ja, kann ja nicht schaden. Das soll bestimmt irgendwie so frei werden. Ach, guck mal. Hier kann ich sogar was hinsetzen. Und ich habe sogar das perfekte Holz dabei. Hey, da kann ich nämlich diese 2 Sachen hier reinsetzen. Ist das nicht wunderschön? Ich bin so eine riesengroße Hilfe. Schaut mal, da habe ich auch schon was Gutes getan. Ist es nicht wunderschön? Das merkt jetzt wahrscheinlich einfach so niemand. So, wo kommt die Scheiße hin? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Linus da so stand, als letztes, als er eingeloggt war. Und dann auf einmal kommt er wieder und dann so, wo kommt die Scheiße? Geister! So.
Ich glaube eher nicht. Aber man weiß ja nicht. Deswegen, ich weiß irgendwie gar nicht. What? Boah, diese Spinnen, die sind ja richtig eklig. Oh mein Gott. Edwin Scheer. Ich weiß gar nicht, ob Max überhaupt ein Haus hat. Ich habe noch nie gesehen, dass der hier ein Haus hat. Der ist doch nur dieser, der Amazon-Fliegebote mit seinen Drohnen. Aber ich habe noch nie gesehen, dass er hier irgendwie ein Haus gebaut hat. Ich weiß es gar nicht, ob er momentan sowas arbeitet, weil der wollte, glaube ich, eher so die technischen Innovationen ausnutzen. Deswegen weiß ich gerade nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, das wäre es erstmal für diesen Part. Ich meine, wir haben ja super krass viel geschafft. Aber es war trotzdem los. Nicht wahr? Auch wenn alle bestimmt so sagen wollen, boah, was hast du da für hitzige Scheiße gebaut? Also würde ich sagen, wir sehen uns einfach mal beim nächsten Mal. Ciao!